Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute reden wir über gewaltfreie Kommunikation. Wir reden alle jeden Tag, wir kommunizieren jeden Tag. Es gibt ja auch den Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber immer wieder erleben wir das, dass wir in Konflikte geraten, vielleicht sogar in Streitgespräche geraten und es schwerfällt, diese auch wieder aufzulösen. Und dabei wollten wir ja eigentlich nur offen und ehrlich kommunizieren, was uns durch den Kopf geht oder auf der Seele liegt. Und wir haben den Gerhard Weiß hier bei mir im Studio und wir können heute mal darüber reden, denn er ist auf jeden Fall jemand, der das auch lehrt und sich viele Jahrzehnte damit auseinandersetzt. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Patrick. Ja, es ist ein sehr, sehr selbstkritisches Thema, deswegen freut mich das besonders, sich selbst zu hinterfragen, denn das heißt ja immer, man kann im Grunde nur sich selbst verändern, wenn man irgendwas im Außen nicht mag und da eben über die Ausstrahlung dann letztlich auch was bewirken für die Außenwelt. Wie bist du denn an dieses Thema mal rangekommen oder wie ist es zu dir gekommen vielleicht sogar? Ja, ich lebe in der Lebensgemeinschaft mit Seminarbetrieb und es war hier einfach ein Workshop. Wir hatten innerhalb der Gemeinschaft öfter Konflikte, wenn man mit vielen Leuten zusammenlebt. Man kann sich das vorstellen, wenn man schon mit vielleicht seinem Lebenspartner, mit dem man zusammen ist, irgendwie Konflikte hat und damit einmal ganz viele Menschen, mit denen man emotional ja nicht so eng ist wie mit seinem Lebenspartner. Da haben wir also sehr schnell mitbekommen, dass es da gute Werkzeuge braucht. Nämlich wie wenn man einen Nagel in die Wand schlagen will, ist einfach lästig, wenn man keinen Hammer hat. Und es gibt wirklich Werkzeuge, die sind leider nicht so verbreitet, dass es eben auch für so zwischenmenschliche Sachen genauso Werkzeuge gibt wie eben im handwerklichen Bereich, wenn ich ein Haus bauen will. Ja, und auch in meiner Beziehung habe ich das angewandt, eine Beziehungsberatung, eine Paarberatung bei einer Workshopleiterin, die hier gewesen ist, der Serena Rust, die hat auch Bücher geschrieben. Und dann habe ich immer schon also viel mit Massage gearbeitet und es fing an mit Ayurveda-Massage, was ja schon medizinisch ist, aber auch viel Wellness. Und dann aber habe ich geguckt, okay, da kommen oft Themen hoch, die transformiert werden wollen. Und das ist eben auch sehr hilfreich, wenn man mit den Menschen halt kommunizieren kann, die Themen vielleicht sogar auflösen kann, die dann hochkommen. Und da habe ich eben so ein bisschen eine eigene Technik auch entwickelt, wo also die gewaltfreie Kommunikation dann so ein Teil davon ist. Was glaubst du, was ist der eigentliche Grund, warum Menschen immer wieder in Streit geraten? Was könnte da so der Auslöser sein? Sind wir nicht in der Lage, offen zu kommunizieren oder verstecken wir uns zu sehr? Was aus deiner Praxiserfahrung, was glaubst du, was sind da die wesentlichen Gründe dazu? Ja, also im Grunde sind es die verschiedenen Sozialisierungen, die Prägungen, die wir mitbekommen haben, Traumata, einfach in dem Alter, man sagt, von 1 bis 7 übernehmen wir quasi alle Verhaltensmuster unserer Eltern 1:1, so wie wir jetzt wegen der perfekt Deutsch sprechen. So haben wir auch perfekt die Muster übernommen, die uns in dem Alter einfach vorgelegt wurden. Und da unsere Eltern wahrscheinlich nicht erleuchtet waren und unsere Lehrer, haben wir eben da viele Störungen quasi immer weitergegeben bekommen und so wird man dann schnell angetriggert. Aber die schöne Nachricht ist, von dem Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, dass im Grunde alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Und deswegen geht er davon aus, dass eben mit dem richtigen Werkzeug der Kommunikation wir uns daran erinnern können, weil jeder Mensch braucht zum Beispiel einfach Liebe, Geborgenheit, natürlich auch materielle Dinge, ein Dach über dem Kopf, was zu essen, Wärme und aber auch Sachen wie Kreativität. Und wenn ich den anderen daran erinnere, das ist mein Bedürfnis, dann geht er in Resonanz, wenn ich vom Herzen aus spreche. Und da liegt dann sehr schnell auch die Lösung.
Die Frage ist, müssen wir neu kommunizieren überhaupt erstmal wieder lernen? Ja, weil man erlebt das ja immer wieder im Alltag. Wie gesagt, das sind dann plötzlich tauchen Streitgespräche auf. Man weiß manchmal gar nicht, wo es herkommt. Ja, und hat so das Gefühl, man geht in so eine Spirale rein, aus der man nur schwierig wieder rauskommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen Menschen so geht. Und dabei wollen sie ja eigentlich nur das mitteilen, wie gesagt, was ihre Sicht der Dinge ist. Sei es jetzt in der Diskussion oder eben im Auflösen von Themen oder Problemen. Ist es etwas, was wir von Grund auf wieder neu lernen dürfen? Ist das, wie siehst du das? Ja, habe ich tatsächlich das starke Gefühl, dass das so ist. Ja, man lernt ja in der Schule dann eben auch richtig lesen und schreiben. Und so mein Wunsch wäre jetzt in die Welt zu schicken, dass man das einfach in der Schule lernt. Wenn man damit anfängt, in der ersten Klasse, dann verinnerlicht man sich das sehr schnell. Ich muss sagen, ich habe jetzt relativ spät angefangen. Nach meinem Studium erst, da hatte ich natürlich schon meine ganzen verbalen Fähigkeiten. Erstmal dachte ich, ausgearbeitet so. Ich habe Politik studiert und da lernt man halt analysieren in der Schule und im Studium und den anderen eigentlich mehr oder weniger zu kritisieren, was er denn falsch macht. Und das hat der Rosenberg rausgefunden, aber viele vor ihm auch schon. Er hat es ja auch übernommen von Carl Rogers und weiterentwickelt. Dass immer, wenn ich jemand anders analysiere, hey, du bist doch eigentlich so und so, dann zieht er sich eigentlich zurück, verschließt sich und wehrt ab. Aber es gibt jetzt schon viele Kurse. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die hat es in der Schule gemacht mit Kindern. Die haben es sehr, sehr schnell aufgenommen, das Prinzip. Die konnten das hinterher besser als die Lehrer. War da auch ein trauriges Ende dieser Geschichte. Also die konnten es hinterher so gut, die Kinder, dass sie halt, wenn jetzt der Lehrer eine irrationale Entscheidung getroffen hat, die also so hinterfragen konnte, dass der sich richtig vorgeführt hat. Und das waren ja mehrere Lehrer. Also die hat das eben in vielen Klassen gemacht und es musste dann tatsächlich abgebrochen werden, weil die wollten ihre Autorität nicht untergraben. Aber für mich ist das eben ein Beispiel dafür, dass man, wenn man bereit ist, das zu lernen, das noch kann. Also es ist nicht so einfach, fällt mir auch nicht einfach, wenn ich jetzt eben mit meiner Lebenspartnerin oder hier mit Leuten, die ich zusammen wohne, falle ich auch sehr schnell in Muster zurück. Ich nehme da manchmal auch einfach so eine Liste mit Gefühle, die kann man sich im Internet ausdrucken, weil es mir zum Beispiel oft nicht klar ist, was fühle ich jetzt eigentlich. Ja, ich habe dann immer rationale Argumente, das habe ich eben so gelernt. Manche haben noch nicht mal Argumente, die sind einfach nur sauer wegen mir und sagen dann, oh, das finde ich scheiße oder so. Aber selbst wenn man es begründen kann, merkt man, das kommt ja bei dem anderen trotzdem nicht an. Wenn man eben nur über den Kopf spricht. Und also der zweite Schritt bei der GFK ist eben, die Gefühle zu benennen. Und das öffnet mein Herz und dann das ist das Gegenüber. Und weil mir das eben oft gar nicht selber bewusst ist, was fühle ich jetzt eigentlich gerade, bin ich mir nicht zu schade, einfach auf die Liste zu schauen. Weil es wird dann aber richtig kompliziert. Es gibt dann auch so unechte Gefühle. Das war mir auch gar nicht klar, so bis ich mich damit beschäftigt habe. Das sind so Sachen, die eigentlich eine Wertung beinhalten. Wenn ich jetzt sage, ich fühle mich betrogen oder was weiß ich, du bist inkompetent oder ich so, das ist es eigentlich, gehe davon aus, dass der andere was falsch gemacht hat. Deswegen dieses Wort betrügen ist eigentlich schon eine klare Aussage, dass der andere eben den Fehler begangen hat. Ne? Dann würde ich vielleicht eher sagen, ich habe ja das Gefühl, die Zahlen stimmen hier nicht und fühle mich wütend und ärgerlich so. Mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist da nicht erfüllt. Lass uns bitte nochmal genau nachrechnen, ob tatsächlich hier ein Betrug vorliegt oder sowas. Ja. Vielleicht kannst du uns mal die Prinzipien grundsätzlich der gewaltfreien Kommunikation ein Stück weit näher bringen, damit man sich darunter mal was vorstellt, was das bedeutet. Denn bedeutet es schonungslose Ehrlichkeit? Bedeutet es hinspüren auch in den anderen rein? Was sind so die wesentlichen Aspekte der gewaltfreien Kommunikation? Ja, also
vorab, das ist natürlich jetzt hier Interview, so 1 bis 1,5 Stunden, da können wir das bestimmt nicht erschöpfend behandeln. Ich würde aber gerne tatsächlich die verschiedenen Einsatzbereiche aufzeigen, weil da kriegt man so ein Gefühl und vielleicht einen Geschmack da drauf, vielleicht einen Workshop irgendwo zu belegen oder es gibt so ein ganz tolles CD-Set. Das sind 7 CDs, wenn man sich die ein paar Mal durchhört, dann habe ich das Gefühl, dann braucht man sich den Workshop vielleicht, kann man sich sparen. Und ja, das wirklich anwenden in seinem Leben, vielleicht einfach irgendwo eben diese Schritte aufhängen bei sich zu Hause, immer wieder mal einen Blick drauf werfen. Das wäre so eine Anregung für mich, weil wir es eben in der Schule alle nicht gelernt haben. Mhm. Also das Erste ist, dass ich eben benenne, wenn ich merke, okay, ich habe ein anstrengendes Thema, das möchte ich lieber in Form von GFK machen und nicht einfach so zwischen Tür und Angel. Dann versuche ich mir eben diese Struktur klar zu machen. 4 Schritte. Das erste ist also zu benennen, ganz klar, was ist passiert, was kann ich beobachten, wie so ein Spiegel oder eine Kamera. Das sollte eben dann absolut ohne Wertung sein. Dann kann man wegen mir sagen, ja, die Vase ist kaputt, die liegt auf dem Boden. Ja? Das zweite ist dann das Gefühl auszusprechen, dass ich sage, okay, ich bin total traurig, weil das war eine Erbvase von meiner Tante und außerdem kostet die 2000 Euro, bin ich schon wütend, ja, weil die liegt da und niemand hat mir gesagt, wer das kaputt gemacht hat, sozusagen. Und meine Vermutung ist eben, was du das warst, aber ich weiß es ja nicht genau. Und ich spüre jetzt eben diese Wut in mir, ja. Und das dritte ist dann das Bedürfnis auszudrücken. Das wäre eben nach Aufklärung. Wer ist es gewesen? Und auch nach Gerechtigkeit. Das wäre dann ein Ersatz zu schaffen, entweder in Form von Geld oder eine neue Vase besorgen. Und das ist eben das vierte, sollte eine möglichst klare Handlungsaufforderung sein, dass er jetzt eben erstmal dazu Stellung nimmt, ob er es selber war oder weiß, wer es gewesen sein könnte. Und eben dann zusieht, dass er das Geld irgendwo besorgt, sich leiht oder so. Und dann ist die Chance eben sehr groß, dass der andere adäquat darauf antwortet. Statt, wenn ich jetzt dahin sage, die Vase ist kaputt, du Idiot, hast du runtergeschmissen, dann sagt, oh, war ich nicht, oder irgendwie, dann antwortet der höchstwahrscheinlich vernünftig. Und dann ist die nächste Ebene von gewaltfreier Kommunikation, dass ich auch für den anderen das anwende, wenn der jetzt eben nicht adäquat antworten kann. Ja, wenn das für ihn auch total emotionsbesetzt ist, ja, dass er sich schuldig fühlt, der weiß genau, hat das Geld nicht für die Vase, er will abwehren, ja, ich bin da dran vorbeigelaufen, die ist von alleine runtergefallen, irgendwie, die steht da so wackelig, so in Abwehrhaltung und dann versuche ich mit Giraffenohren, so hat es der Marshall Rosenberg genannt, weil Giraffe hat so ein großes Herz und für ihn ist eben das Herz der Schlüssel, um mit den anderen in Resonanz zu kommen. Ja. Hat er auch so spielerisch irgendwelche Ohren sich immer aufgesetzt, um den Leuten das wirklich zu verdeutlichen. Ich höre jetzt wirklich, was der andere sagt mit dem Herzen. Das ist also ganz entscheidend. Das heißt, wenn der jetzt eben so abwehrend reagiert, ja, ich bin da zwar vorbeigelaufen, ist runtergefallen, aber ich auch weiß gar nicht, ob ich hier runtergeschmissen habe oder so, ich stand da so wackelig, dann greife ich das auf und formuliere das alles nochmal um in Form der gewaltfreien Kommunikation. Dann sage ich, ah, ich habe von dir gehört, dass du sie nicht absichtlich runtergeschmissen hast, sondern bist ja nur vorbeigegangen und da kurz danach hast du das Klirren gehört. Und ich nehme auch wahr, dass du irgendwie ärgerlich bist, dass ich dich beschuldige, das runtergeschmissen zu haben.
Und dann sagt der andere, ja, ja, genau so ist es, ja. Das heißt, er hätte auch selber vielleicht für sich gar nicht formulieren können, aber da, dass ich ihm das in den Mund lege und auch ehrlicherweise frage, ist das wirklich so, dann kann der andere sagen, ja, das stimmt. Ja. Und dann sage ich, okay, dein Bedürfnis ist eben auch nach Gerechtigkeit, dass wenn du es gar nicht warst, dann willst du natürlich auch nicht dafür gerade stehen und dein Wunsch wäre, vermutlich das jetzt klarzustellen, eben, dass du es gar nicht warst. Und dann sage ich, ja, ja, genau, so ist es. Und dann fange ich wieder an, von neuem den ersten Schritt zu machen, diese vier Schritte. Und es ist jetzt schon mal passiert, dass die Bedürfnisse geklärt sind, diese dritte Stufe, dass wir beide das Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Ja, er möchte es nicht bezahlen, wenn er es nicht gewesen ist, aber ich möchte, dass er es bezahlt, wenn er es gewesen ist. Aber das Bedürfnis ist im Grunde bei beiden gleich. Das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Und auch, dass ich erkannt habe, dass er ärgerlich ist, wenn ich ihn falsch beschuldigt habe oder so. Ja, und dann würde ich dann eben nachhaken und sagen, okay, meinst du, dass, also die Situation beschreiben, dass also diese Vase stand ja wackelig, ich hatte da Staub gewischt oder so, die stand ganz am Rand. Ich habe sie vergessen, danach wieder richtig hinzustellen, das stimmt irgendwie nach dem Staubwischen. Und trotzdem bin ich, mein Gefühl ist immer noch, dass ich irgendwie total traurig bin, weil das eben ein hoher Wert für mich hatte und das ist immer noch da mit dem Wunsch verknüpft, dass du das bezahlst, weil von meinem Gefühl fällt die nicht von ganz alleine runter, auch wenn sie da an der Ecke stand. Ja. Und kann der andere dann wieder antworten und sagt dann, ja gut, was weiß ich, du weißt, wir haben hier so einen Dielenboden, der total knarrt und wackelig ist. Wenn ich da dran vorbeigehe, dann schwankt der ganze Untersatz so, dass es reicht, dass das Ding an der Ecke steht, dass es schon runterfällt. Ja, ich habe den nicht absichtlich runtergeschmissen, bin einfach nur vorbeigegangen auf unserem alten Dielenfußboden. Ja, und deswegen will ich es nicht bezahlen. Dann würde ich wieder anfangen, ja okay, aber dann bist du vielleicht da lang gepoltert, vielleicht können wir uns das teilen, die Kosten, 1.000 Euro oder so, ja. Gut, und dann ist die Chance relativ hoch, wenn er das nachvollziehen kann, okay, ganz von alleine fällen die da nicht runter, dass da eine Einigung eben erzielt wurde. Und tatsächlich hat er das, also der Marschall Rosenberg, das mit sehr viel komplizierteren Fällen geschafft, Einigung zu erzielen. Der war in Palästina gewesen, wirklich, wo Menschen sich noch einen Tag vorher gekriegt haben mit Straßenbanden in Chicago. Ja, hat er eben mit dieser Methode Erfolg gehabt. Hm. Ich fasse das gerne nochmal zusammen. Also es geht in erster Linie natürlich mal aus der Verstandesebene den Sachverhalt zu beschreiben, was Sache ist. Dann aus der emotionalen Ebene oder Herzensebene das Gefühl zu benennen, ohne die Wertung jetzt reinzubringen und eine Schuldzuweisung im eigentlichen Sinne. Und dann natürlich auch nochmal konkret nachzufragen, ist das bei dem Gegenüber so angekommen und wie nimmt er das jetzt auf? Also wie versteht er den Sachverhalt? Welche Emotionen hat er dazu? Und wie würde er das jetzt sozusagen auflösen, dieses Thema? Also dass wir wirklich in einen Dialog kommen und eben nicht in die Schuldzuweisungen ständig reinrutschen letzten Endes, die es ja dann tatsächlich nicht besser macht. Weil es geht ja eigentlich da auch nicht um Schuld, sondern eben, wie du schon sagtest, um nochmal eine offene Kommunikation auch aus der Herzensebene heraus, wie du es nennst, wo man einfach mal sein Gefühl dazu auch vermittelt. Da stelle ich mir aber so vor, dass das natürlich dann auch eine gewisse Eigenreflexion irgendwo auch voraussetzt, ne? Dass ich in der Lage bin, eben halt auch meine Emotionen, die ich verspüre, in irgendeiner Art und Weise auch kundzutun. Sei es Ärger, Frust oder das Enttäuschtsein hast du genannt, ja, dass man einfach das natürlich dementsprechend auch begründet, emotional, richtig? Nicht verstandesmäßig. Genau, also ich glaube, dass die Technik ist super gut und trotzdem alleine auch allein nicht der Schlüssel zum Glück, wie so vieles, also so ein bisschen vorher Selbsterfahrung gemacht zu haben, wenn ich weiß, es ist jetzt auf meiner Wut irgendwo, dann ja, gibt es so gute Techniken heutzutage mit, was weiß ich, Familienaufstellung oder Meditationen.
Wobei ich glaube, dass das gar nicht das, ja, dass ich gar nicht glaube, dass es in der Regel irgendwo fühlen zu können, erstmal und benennen zu können. Also wenn ich das selber praktizieren will, ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, es geht mir jetzt immer noch so nach vielen Jahren, dass man, klar, diese Grundgefühle, ja, die habe ich schnell da. Aber wenn es so in Feinheiten geht, dann ist so eine Liste tatsächlich hilfreich und die dann auch parat zu haben, eben jemand anders da abzuholen. Also das ist ein wichtiges Element jetzt noch gesagt, eben gezielt nachzufragen. Was hast du eigentlich verstanden? Ja, allein die Frage schon macht bei dem anderen schon viel Offenheit, dass er sagt, der andere ist wirklich interessiert an mir, der will mir nicht nur seine Vorwürfe an den Kopf knallen. Es verbraucht halt viel mehr Zeit. Das muss man sich auch klar machen. Das hat der Rosenberg auch gesagt. So hat ein lustiges Beispiel genannt mit seinem Sohn. Da ging es irgendwie, was weiß ich, Zimmer aufräumen, was es so gibt zwischen Vater und Sohn. Und er hatte halt sich bemüht, mit GfK das alles zu formulieren und der Sohn so genervt im jugendlichen Alter so, oh Papa, du brauchst so viel Zeit, irgendwie mir was Einfaches zu sagen. Und dann hat er gesagt so, okay, wenn du es schnell haben willst, dann räum deinen Scheiß hier endlich weg. Und dann hat er gesagt, ja, take your time. Also da muss man sich halt bewusst machen, dass man ja auch eine gehörige Portion Geduld braucht, wenn man sich auf den Prozess einlassen will, dass da wirklich alles wiederholt wird. Das habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal gemacht mit jemandem, der wirklich alles, was wir gesagt haben, nochmal wiederholt haben. Ja, das ist also die doppelte Zeit, die man dann braucht, wenn es wirklich ein sehr schwieriges Thema ist. Ja. Ich würde gerne auch noch ein Beispiel dazu nennen. Ich meine, mich erinnern zu haben, da ein Buch drüber gelesen zu haben, wie die, ich glaube, es waren die Lakotas, also die Ureinwohner Amerikas, wie die kommunizieren. Und da war es genau so, dass eben halt, man kennt das, man sitzt im Kreis und dann geht der Redestab rum. Und es war so in dieser Geschichte, nehmen wir mal jetzt das Beispiel, ich erzähle meine Bedürfnisse, ich erzähle über meine Emotionen oder ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Und dann gebe ich den Stab sozusagen weiter und derjenige, der dann danach dran ist, der muss erstmal wiederholen, was ich gesagt habe. Damit einfach sichergestellt ist, dass er das auch verstanden hat, was ich gesagt habe. Damit eben nicht, ne, weil das haben wir ja, das kennen wir so oft, wenn wir auch mit Menschen zusammen sind. Man kann das beobachten bei den Menschen. Man erzählt etwas und derjenige ist eigentlich dabei, schon seine Antwort zu formulieren. Obwohl er noch gar nicht weiß, worum es geht. Er ist also eigentlich schon wieder in der Aktion, anstatt noch vielleicht passiv zu bleiben und erstmal nur zuzuhören und aufzunehmen, was überhaupt vermittelt wird. Und ich glaube, da liegt schon der erste Manko, möchte ich jetzt mal sagen, ja, dass wir eigentlich schon in unseren Gedanken schon wieder dabei sind, unsere Antwort zu formulieren und uns überhaupt nicht die Zeit nehmen, mal hinzuhören, was sagt denn der andere? Und dann haben wir auch gar keine Chance, letzten Endes in diese emotionale Ebene reinzukommen, weil wir bleiben nur im Verstand, der ja schon wieder eine Rechtfertigung liefert oder die eigene Meinung sozusagen wiederkäuen möchte, ohne eben halt überhaupt erstmal darauf einzugehen, was hat denn das Gegenüber eigentlich von dem verstanden oder aufgenommen und gewertet, was ich gesagt habe. Und das Zweite, was ich gerne sagen würde wollen, ist, wir haben ja oft das Thema Ärger, Frust, Wut, Zorn und solche Dinge. Das ist ja im eigentlichen Sinne keine Emotion in diesem Kontext, sondern ich würde das eher sehen, dass es eine Reaktion ist, eigentlich auf die tiefe Verletzung. Denn die wahre Emotion dazu wäre ja eine Verletzung. Ja? Ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich herabgesetzt oder herabgewürdigt. Und daraus entsteht also dieses Konzept Wut, Zorn oder sonst irgendwas. Ja, also da eben das zu unterscheiden, die emotionale Reaktion auf das Thema und wo eigentlich der Ursprung dieser Emotionen mal gelegen hat. Ja, nämlich in der Regel, wie gesagt, es ist ja eine Herabsetzung, eine Herabwürdigung, ich fühle mich unverstanden, missverstanden, ja, oder nicht wahrgenommen und. Liege ich denn da grob richtig mit dem, was ich da jetzt so formuliert habe, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation? Ja, auf jeden Fall. Also das ist dieses aktive Zuhören. Das war somit auch ein Ursprung von dem Carl Rogers, was ich gerade gehört habe, sich wirklich einzufühlen. Es gibt auch bei den Indianern so dieses Sprichwort, man muss irgendwie in den Mokassins von dem mal gelaufen sein. Ja. Und
Also man hat dem Rosenberg so, das war jetzt mehr spielerisch so nachgesagt, er ist ja schon fast erleuchtet, ja, weil er das eben so gut konnte und man kann das auch wirklich trainieren. Es hilft zum Beispiel allein, so eine Geste, die Hand aufs Herz zu legen, während man jemandem zuhört oder während man spricht, weil wirklich hier, das ist ja auch inzwischen physikalisch oder medizinisch bewiesen, dass man diese fünfte Herzkammer hat, dass im Herzen Kommunikation stattfindet mit dem Hirn, dass wir, ich glaube, das sind Gliazellen oder so, also im Herz Nervenzellen haben, die also im Gehirn eigentlich, dachte man, nur vorkommen. Und dass es wirklich darauf ankommt, wirklich diese Herzensschwingung aufzubauen, die eben jetzt wirklich nicht aus dem spirituellen Bereich jetzt nur bekannt ist. Ja. Und da entsteht dann eine Resonanz in dem anderen, die inzwischen auch bewiesen ist, zum Beispiel vom HeartMath-Institut, dass es messbar ist, wenn Menschen in Konflikt miteinander sind, also eine Dissonanz ist oder eben in Harmonie, die beiden schwingen, man hat jetzt EEG und so weiter, man kann ja heute alles total gut messen und nachvollziehen. Und dann entsteht sowas, man kann im Grunde gar nicht mehr anders. Ja, also auch wenn man vorher auch nicht sauer war auf den Menschen, wenn diese Harmonie auf der Herzensebene war, dann fallen viele Gedanken dann irgendwie runter. Ja, dann fällt man sich in die Arme oder Tränen fließen. Das ist wirklich wie eine magische Formel, die uns dann wirklich das ermöglicht, mit schier unlösbaren Situationen zurechtzukommen, die uns aber eben nur im Kopf unlösbar erschienen. Hm. Es ist ja ganz oft so, dass wenn wir in dem Moment, wo wir rauskommen aus dieser rationalen Ebene des Anklagens, des Beurteilens, Verurteilens und so weiter und so fort, erst dann können wir ja tatsächlich ein wahres Verständnis für unser Gegenüber irgendwo erzeugen und damit natürlich auch ein Verständnis für unsere Situation beim Gegenüber erzeugen. Und ich rede, das möchte ich ja klar sagen, Verständnis zu erlangen bedeutet für mich nicht gleichgesetzt, das zu tolerieren, was jetzt zum Beispiel kommuniziert wird, sondern überhaupt zu verstehen erstmal, okay, ja, ich fühle mich angegriffen vielleicht oder herabgesetzt, mein Gegenüber irgendwie auch. Und anstatt jetzt eben in diese Spirale reinzugehen, der Schuldzuweisungen, tatsächlich auf der emotionalen Ebene demjenigen erstmal kundzutun, okay, ich habe das wahrgenommen, du fühlst dich eben da und da und da. Und dann haben wir, ne, das ist genau das, was du sagst, plötzlich ist eine ganz andere Verbindung da und das Gespräch verläuft in der Regel in eine völlig andere Art und Weise, weil eben plötzlich Verständnis auftaucht in diesem Bereich. Ich kann nachvollziehen, was jemand gesagt hat und warum er es gesagt hat, wieso er sich vielleicht so fühlt. Und wenn ich eine Idee habe, so mache ich das zumindest, ja, wenn ich also mit solchen Sachen konfrontiert bin, mit so einem, wie hast du es genannt, so versteckten Emotionen. Also ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, jemand sagt, er ist wütend oder er muss es gar nicht sagen, ich sehe es ihm in seinem Gesicht, ich höre es in seinen Worten, ich merke es in seiner körperlichen Reaktion, der ist angepisst oder sonst irgendwas. Und dann eben nochmal konkret nachzufragen, ist es wirklich die Wut jetzt, die dir aus dir spricht? Oder lass uns doch mal reinfühlen in dem Sinne, ob es eben tatsächlich aus einer anderen Ebene kommt. Ne? Kann es nicht viel mehr sein, dass du dich vielleicht gar nicht wahrgenommen gefühlt hast? Ist es denkbar, dass du dich vielleicht hast angegriffen gefühlt und so weiter oder dass du dich verletzt fühlst von meinen Worten, die ich ausgesprochen habe und dann ändert sich plötzlich alles. Ne? Wenn derjenige natürlich dann sich auch darauf einlässt auf das Gespräch, klar, wenn jemand nicht will und einfach im Zorn und in der Wut bleiben möchte, dann wird es freilich sehr schwierig. Ne? Aber dann haben wir die Möglichkeit überhaupt erstmal an den Kern eines Themas überhaupt ranzukommen. Ne? Genau, also eine Sache, also das Wort Toleranz hast du aufgefasst, das wird ja heute sehr viel genutzt und vielleicht auch missverständlich. Also ich habe es selber nicht nachgeschlagen, ich habe es auch nur gehört, dass Toleranz eigentlich so was heißt wie erdulden. Mhm. Hast du das auch gehört? Ja, ist richtig, korrekt, genau. Ja. Ja. Das heißt, man erduldet was, was man eigentlich nicht wirklich will. Ja, es ist gerade vielleicht noch so okay, aber wir haben hier zum Beispiel in unserer Lebensgemeinschaft das Prinzip von Konsens. Das heißt, jeder soll wirklich glücklich sein damit und es nicht nur erdulden. Ja, Toleranz ist nicht dasselbe wie, jetzt ist es mir das Wort entfallen, kommt gleich wieder. Ja,
Klar, ich kann etwas tolerieren. Das ist, also bleiben wir bei dem tatsächlichen Wort. Das heißt ja erdulden, ja, aushalten können. Damit dann zurechtzukommen, ist wieder eine ganz andere Sache. Ja? Also das bedeutet ja nicht, dass automatisch, wenn ich was toleriere, dass ich damit d'accord gehe oder dass ich sage, ich bin jetzt in der Harmonie, sondern lediglich, dass ich den Sachverhalt verstanden habe, die emotionale Ebene begriffen habe und es so stehen lassen kann, dass es so ist. Ohne eine weitere Wertung vorzunehmen. Ja. Ja. Die Toleranzgrenze jetzt im mechanischen Bereich. Wenn ich sage, mein Auto, kann noch 7000 Umdrehungen. Es geht gerade so, aber es ist nicht gerade gut für den Motor vielleicht. Ja. Da hört man das schon raus. Das finde ich eben bei dem Rosenberg ganz fantastisch, dass er wirklich dahin guckt, hey, im Grunde möchte jeder zu diesem perfekten Gefühl der Liebe und Harmonie kommen, ja, sowohl im persönlichen Umfeld als auch im gesellschaftlichen Umfeld will man sich einfach rundum wohlfühlen und dass der Schlüssel dafür eben ist, dieses Erspüren, Nachfragen, welche Sache ist es, klar, vielleicht liege ich da auch falsch, also mehrere Optionen zu geben, ist es vielleicht das oder das, ist eine gute Sache, da kann der andere in sich nochmal reinspüren. Und ich erinnere mich an einen, das kommt in dieser CD auch vor, von dem Rosenberg, der sagte, dass es eine Frau sogar mal angewandt hat in einer Vergewaltigungssituation. Dass sie sich daran erinnerte, weil sie hatte gerade den Workshop gemacht und hat den gefragt, okay, du bist jetzt gerade sexuell total geil und fühlst dich irgendwie aufgeregt und dein Bedürfnis ist halt irgendwie sexuelle Befriedigung zu haben und so. Sie hat dann gleich angefangen, von ihm zu sprechen, weil wenn sie was gesagt hätte, wie sie sich fühlt, hätte er wahrscheinlich erst gar nicht zugehört. Ne? Das ist also auch so eine, also er hat ganz viele verschiedene Techniken gegeben. Also wenn du merkst, dass der andere total irgendwie in Rage ist, dann bringt es nichts, von dir anfangen zu reden, dann lässt du den erstmal seinen Sermon ablesen, hörst den erstmal zu und wiederholst dann erstmal, was der gesagt hat. Beziehungsweise in dem Fall hat sie ihm beschrieben, okay, du kommst jetzt auf mich zu und hältst mich hier fest und willst jetzt Sex von mir haben. Und er so, ja klar, was sonst und so. Und hat dann vielleicht dann nochmal nachgefragt, willst du eigentlich gerne irgendwie erfüllten Sex haben oder so? Und so, ja klar, ich habe keine Frau. Also den mehrmals quasi durch Nachfragen dahin gebracht, was er nämlich eigentlich will, nämlich eine ganz normale sexuelle Beziehung und nicht unbedingt dann diese Konsequenzen, dass er dann verfolgt wird als Vergewaltiger. Also da hat er auch viel mit Kriminellen gearbeitet. War dann sein Ansatz, den Leuten klarzumachen, dass er seine Bedürfnisse auch erfüllt bekommt, auf eine Art und Weise, die eben keinen Schmerz verursacht, für ihn und für andere. Mhm. Sobald das Bedürfnis klar ist, kann man sagen, okay, wo kriegst du das Bedürfnis erfüllt? Du kannst einfach in ein Bordell gehen, wenn du kein Geld hast, kannst du einfach fragen, machst du es auch mal umsonst? Oder gehst, einfach in irgendeine Bar, quatscht da alle möglichen Frauen an, mit irgendeiner klappt es dann schon oder so. Also schon auch auf konkreter Ebene, dieser vierte Schritt, den Wunsch wirklich erstmal, ich möchte körperliche Unversehrtheit für mich haben und für dich sehe ich das aber auch. Nicht zu sagen, oh, die Männer wollen nur irgendwie Sex haben, sondern Wunsch ist total natürlich. Und ich bin mir sicher, wenn du das diesen Zwang in deinem Kopf klar hast und das nicht mehr so mit dieser Aggressivität verbunden ist, das Bedürfnis, sondern schon mit Liebe und sag, okay, man kann auch mal einen One-Night-Stand mit Liebe haben, da findest du auch eine Frau und er hat dann tatsächlich von ihr abgelassen. Mhm.
ist das Wort übrigens eingefallen. Es hieß Kompromiss. Ja, das wollte ich nämlich nochmal auseinander definieren, dass ein Tolerieren von etwas nicht automatisch schon bedeutet, dass es der Kompromiss ist, sondern das wäre für mich die nächste Stufe dann in der Kommunikation zu sagen, okay, ich toleriere erstmal, was du gesagt hast, ich lasse das mal so stehen, ich werte nicht, ich verurteile das nicht und so weiter. Aber wo ist jetzt die Annäherung, ja, um das Thema zu lösen? Ich finde das natürlich auch, was du gerade gesagt hast, ist schon, klar, es ist ein Extrembeispiel, es ist durchaus absolut interessant. Ich habe in meiner Jugend die Erfahrung gemacht, weißt das ja, ne? Dann hat man mal mit Raufereien zu tun oder irgendwas oder irgendwelche Leute wollen was von dir. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber wahrscheinlich aus Intuition heraus habe ich versucht, genau das zu machen, das Verhalten zu spiegeln, ja? Was, also demjenigen zu konfrontieren erstmal, also nur Fragen stellen, also von mir ablenken, weil der will ja was von mir, ja? Vielleicht Gewalt anwenden oder sonst irgendwas, sondern nur Fragen stellen. Woher kommt das? Warum? Was ist der Grund dafür? Kannst du das benennen? Ja? Was hat es mit mir zu tun? Also eigentlich erstmal von mir abzulenken, in dem Sinne, das wäre ja das Opfer, sondern die Projektionsfläche umzudrehen und sofort auf den Täter einzugehen. Und es ist erstaunlich, wie oft das funktioniert hat, dass am Ende derjenige, der eigentlich Gewalt anwenden wollte, abgelassen hat. Ja, Freunde haben das immer scherzhaft dann genannt oder sowas. Du quatschst die Leute einfach so besoffen, ja, dass sie dann einfach vergessen, was sie wollten. Ich habe erst Jahre später verstanden, dass es ja aber eigentlich etwas ist, dass ich denjenigen konfrontiert habe, nämlich mit sich selbst. Ich habe einen Spiegel dargestellt und nehme mich als Projektionsfläche natürlich damit raus, weil ich gebe ja einfach nur das wieder, wie er sich gerade verhält. Und in dem Moment hat das offensichtlich Klick gemacht und da ist oft sicherlich auch ein Fehlverhalten festgestellt worden. Klar, aber die Wut und die Ärger, das war natürlich immer noch alles da, gerade als Jugendliche, da sind wir ja Hitzköpfe, ja. Aber ich habe das eben halt oft gemerkt, dass man sich so auch aus einer sehr brenzlichen Situation einfach auch befreien kann, ohne jetzt eben in die Gewalt zu gehen, sondern tatsächlich versuchen, den Dialog mit demjenigen aufzubauen und dass das auch funktioniert. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Zuschauer, der ein oder andere, da schon mal eine Erfahrung gemacht hat. Wenn ja, schreibt es bitte mal auch in die Kommentare rein. Es wird mich natürlich interessieren. Aber ich glaube, es ist klar geworden jetzt auch in den wenigen Minuten dieser Sendung, worum es eigentlich geht, dass diese Kommunikation eben nicht aus der Ratio kommt. Die wird nur gebraucht mit, sondern dass es eher eben um ein Verständnis des Gegenübers geht. Ne? Genau. Also was schon hilfreich ist, das zu trainieren so ein bisschen. Ich habe das zum Beispiel mal richtig die Worte zurechtgelegt, was ich denn sagen wollte, soll mir eigentlich nicht machen. Sondern authentisch im Moment sprechen. Aber ich bin so ein Mensch, der irgendwie nie Leute anschreit. Ja, ich habe irgendwie, da bin ich auch so sozialisiert, das macht man irgendwie nicht und da kommt man eh nicht weiter. Und ich hatte aber eine Situation mal, wo jemand eben einfach partout nicht hören wollte, war total blockiert. Und da habe ich mich eben auch daran erinnert, dass Rosenberg sagt, es gibt eben die Ich-Botschaften und die dürfen auch mal in Form von gewaltlosem Schreien geäußert werden. Also dass ich einfach meine Gefühle zeige durch die Lautstärke, meine Gestik oder so und achte aber total darauf, dass es wirklich nur Ich-Botschaften sind. Also ich fühle mich jetzt total gestresst. Ich fühle mich vollkommen hilflos hier. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Es ist für mich unerträglich, so weiterzumachen. Und also ich brauche unbedingt jetzt hier eine Einigung und meine Gefühle kochen über und lass uns jetzt ein Gesprächstermin machen oder mach das und das. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also meine wichtige Sache ist, dass man dann in so einer Situation nicht sofort eine Lösung erwartet und einfordert, sondern dass auch dieses gewaltlose Schreien dann quasi als Wunsch wirklich stehen bleibt. Dieser letzte Schritt, der führt, ist immer ein Wunsch, keine Bedingung. Mhm. Ja. Und es hat tatsächlich funktioniert. Eine halbe Stunde später, also ich bin dann einfach weggegangen, nachdem ich da rumgeschrien hatte, eine halbe Stunde später hat der Mensch dann das gemacht, was ich mir gewünscht habe. Und ja, also da habe ich gemerkt, okay, ist durchaus auch mal gut, seinen Verstand natürlich auch einzuschalten, welches Mittel ist jetzt adäquat und da es mir nicht einfach ist, wusste ich da rumzuschreien,
habe ich mir das förmlich, was weiß ich, wie so beim ersten Referat, was man hält, in der Uni oder in der Schule, macht man sich ja auch einfach so Stichpunkte. Also ich glaube, Herz und Verstand zusammen ist das Beste. In manchen Kulturkreisen gilt das ja oder gehört das zum guten Ton. Man möge mal an die Italiener denken. Ja, da wird ja mit Händen und Füßen gesprochen. Comprende che passa, ja. Da wird auch die Stimme erhoben. Das ist Leidenschaft letzten Endes. Ja, da ist Feuer im Blut, könnte man sagen. Ja, das kennt das. Und wenn man das weiß, dann ist es auch gar nicht so ein großes Problem, weil man fühlt sich dann davon eben einfach gar nicht angegriffen. Man weiß, es ist in dem Kulturkreis, ist das eben einfach so. Da sind wir Deutschen sicherlich ein bisschen nüchterner zugange. Wobei auch das hier in Bayern, ne, gibt es das auch, dass der Bayer trägt seine Gedanken auf der Zunge. Die ist nicht immer hübsch, das ist nicht immer schön, das ist auch nicht, ne? Aber wenn man das weiß, dass es in manchen Kulturkreisen eben einfach so ist, oder ich glaube in Österreich, in Wien, ne, ich glaube der Wiener Schmäh oder wie man das nennt, ja, man hat schon Worte gefunden oder Beschreibungen gefunden, dass es einfach Kulturkreise gibt, die einfach deutlich impulsiver sind. Und es gibt Kulturkreise, man möge mal an Japaner denken oder an Asiaten generell, die äußerst zurückhaltend sind, die unglaublich höflich sind und immer in der Ehre und Respekt sind. Ja, wo es eigentlich solche Streitereien sicherlich auch gibt, keine Frage, aber das vollkommen anders abläuft. Und hier können wir ja mal viel lernen, auch wieder durch die unterschiedlichen Kulturen. Wie gehen wir damit um? Und das nicht nur, weil die Stimme erhoben wird oder ich vielleicht eine körperliche Präsenz plötzlich habe, dass das nicht immer als Angriff gewertet wird, sondern eben aufgrund der tief sitzenden Emotion der Körpers irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, um hier vielleicht, sagen wir mal, eine Skalierung vorzunehmen im Sinne von, mein Ärger ist hier oder hier. Ja, damit das Gegenüber irgendwo eine Relation hat, wie wichtig ist das jetzt zu nehmen? Ja, und natürlich kann dann eine lautere Stimme oder konkretere Formulierungen, ja, und auch die körperliche Präsenz dabei helfen, das demjenigen ohne Angriff natürlich in irgendeiner Art und Weise zu werten, dass das jetzt hier einen hohen Stellenwert hat oder, ne, eben, was weiß ich, in der Dusche ist nur der Knopf vom Duschgel nicht zu, ja. Ja, das hört man ja auch immer wieder, ne, dass da Streitgespräche entstehen. Das hat das natürlich, wo ist die Relevanz, ja, damit man einfach das einordnen kann, wie ein Parameter, wie stark ist der Ärger, wie stark ist die Wut, wie stark hast du dich verletzt gefühlt? Das ist ja wichtig, dass wir das kommunizieren, um einordnen zu können. Ja, also sehe ich zumindest so. Genau, also das ist natürlich jetzt erstmal so eine Technik, die vielleicht nüchtern rüberkommt, aber im Grunde kann es total die Lebendigkeit fördern, unterstützen, wenn man das weiß, okay. Der Körper will ja jede Sache ausdrücken. Ja. Freude sitzt mir auch nicht so stumm da und das ist natürlich dann beim Ärger auch so. Und wenn man das verinnerlicht hat, eben in diesen Ich-Botschaften zu sprechen, dann ist das also ein ganz, ganz wundervolles Werkzeug. Die ganze Bandbreite seiner Gefühle auszuleben und auszusprechen. Mir wäre es wichtig, dass wir den Menschen auch ein Stück weit Mut machen, diese Dinge anzugehen und sich mit dieser Technik mal zu befassen. Denn es gehört auch sehr, das muss man klar sagen, es gehört sehr viel Mut dazu, jemanden anderen zum Beispiel seine Emotionen mitzuteilen. Erst recht, wenn es darum geht, dass es Ärger ist oder Zorn oder Wut oder sich verletzt angegriffen fühlen. Da gehört ja sehr viel auch eigene Größe dazu, das zugeben zu können und das auch klar zu formulieren und so. So ist es jetzt. Ja, und in dem Moment, wo ich in den Dialog gehe mit meinem Gegenüber und das Feedback bekomme, auf der Herzensebene wieder, warum ist das so zustande gekommen oder wieso hat man so reagiert, dann ist es ja viel einfacher für mich, diese Wut, Ärger und Zorn auch zu erkennen als solches und abzulegen und zu sagen, okay, ich verstehe jetzt auch, wie deine Situation war oder wie es zu einer gewissen Situation gekommen ist. Ich kann das also jetzt nachvollziehen. Und schon ist man wieder im gleichen Boot, wie man immer so schön sagt. Ne? Das ist, man ist verbunden miteinander und nicht in der Trennung und in der Spaltung und im Sinne, ja, jetzt gibt es einer auf die Nuss oder ne, dass dieses Temperament sich dann eben negativ ausschlägt. Und das muss man klar sagen, jeder, der da in der Lage zu ist und das auch tut, da gehört sehr viel Mut dazu und das darf man auch für sich mal erkennen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich das auch kommuniziert habe, hey, ich krieg gerade mit, Mann, das ist, es scheint dir also sehr auf der Seele zu brennen. Ich finde großartig, wie mutig du bist, dass du mir das überhaupt mitteilst. Ja,
Und schon wieder sind wir raus aus dem Verstand und sind eben, wie gesagt, in einer ganz anderen Ebene, wo dann plötzlich sehr viel mehr Dinge möglich sind in der Kommunikation und vor allen Dingen im freien Reden über diese Bedürfnisse. Und natürlich, das weiß sicherlich jeder Zuschauer, je mehr ich das praktiziere und in der Wahrheit bleibe, umso einfacher und schneller kann ich tatsächlich lösungsorientierte Wege einschlagen und diesen Konflikt am Ende auch sehr häufig eben halt auch dann wirklich beilegen und sagen, okay, es entsteht dann eben kein neues Trauma, ne? Oder kein wieder neues Konfliktpotenzial, weil ich mich wieder nicht verstanden gefühlt habe. Ja? Das ist ja ganz wichtig letzten Endes, gerade in der heutigen Welt. Und da möchte ich gerne zu dem letzten Punkt überleiten, den du gerne noch anbringen würdest, nämlich das Ganze auch, diese ganze Technik auch im politischen Dasein, ja, mal zu begreifen und auch eine Möglichkeit zu schaffen, dort wieder in die Kommunikation zu gehen. Ich glaube, das war dir noch ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, also ich habe, wie gesagt, Politik studiert und gebe Coachings und es hat sich wirklich gezeigt, dass so schöne Lösungen sich praktisch immer ergeben, selbst wenn man dann irgendwie auseinander geht, ist auch eine Lösung. Und dann hatte ich so das Gefühl, es gibt so viele politische Themen, die sich eben scheinbar nicht lösen lassen. Und das Beste wäre natürlich, wenn Politiker das anwenden würden, diese Art Technik, auch von seinen Gefühlen zu sprechen. Und das nächste wäre mein Wunsch, wenn Journalisten das anwenden, wenn sie einen Artikel schreiben. Das ist halt eigentlich immer nur dieser allererste Schritt, dass man versucht, eine Situation zu beschreiben. Bei einem Land herrscht Krieg, der hat, was weiß ich, da Waffen hingeliefert. Oder da ist eine Umweltzerstörung. Und damit bleibt der Artikel stehen. Man geht davon aus, okay, jeder soll seine Meinung bilden. Ist immer so dieses Schlagwort. Und ich will den anderen nicht manipulieren. Aber im Grunde, wenn ich das immer wieder so habe, jetzt über Jahrzehnte konsumiere ich ja auch Nachrichten, und denke, ja, ich will ja gut informiert sein, aber im Grunde hat es mich geprägt, eben von meinen Gefühlen abgeschnitten zu sein. Also ich fände es total wichtig, merke ich, dass auch Politiker und Journalisten sich trauen, danach, wenn sie die Situation geschildert haben, am besten natürlich so objektiv wie möglich, was sie eben recherchiert haben, dann zu sagen, hey, das macht mich wütend, wenn ich da höre, da wird die Umwelt zerstört, da gibt es Krieg. Das macht mich total traurig. Mein Bedürfnis ist eben dort, Frieden zu schaffen, mithilfe meiner politischen Einflussnahme oder als Politiker, als Journalist jetzt eben durch diese, das zu benennen, den Wunsch nach Gerechtigkeit, Unverletzlichkeit. Und dann den Wunsch auszusprechen, okay, wir brauchen eben sofort eine Lösung, jetzt Waffenstillstand oder die Umweltzerstörung erstmal einzustellen und dann zu gucken, okay, welche Bedürfnisse gibt es da? Und klar, man muss irgendwie Geld verdienen. Und da das eben aber bei den Journalisten auch nicht der Fall ist, genauso wie bei den Politikern, ist eben meine Idee, dass ich als Konsument von solchen Nachrichten das für mich einfach umformen werde. Also wenn ich jetzt einen Artikel lese oder höre, sei es in den normalen Nachrichten oder bei YouTube-Beiträgen, BitChute, was es alles gibt, mache ich mir klar, was will eigentlich jetzt der Journalist oder der Redner auf einer Demonstration oder der Politiker, was fühlt der jetzt wahrscheinlich? Wie geht's dem damit? Ja. Das ist ja auch oft sehr sachlich oder so. Und erstmal gucken, was sind wahrscheinlich seine Emotionen? Was ist sein Bedürfnis? Und was wäre sein Wunsch? Und dann für mich kurz reinzuspielen. Das kann alles in Sekunden schneller gehen. Das ist ja eigentlich immer wieder dasselbe sozusagen. Man hat irgendeine Ungerechtigkeit, die man präsentiert bekommt. Da ist man in der Regel halt irgendwie aufgebracht. In dieser Skala, das ist auch sich das gut klar zu machen. Wenn es um Krieg geht, ist es natürlich viel höher, als wenn da irgendwo, was weiß ich, eine Straße falsch verlegt wird durch den Wald, was ich natürlich auch bedauerlich finde. Aber es ist eben, sich das klar zu machen, ganz wichtig, welcher Level ich da habe. Und das Bedürfnis ist eben dann auch immer klar, ist eben nach Gerechtigkeit, nach liebevollem Miteinander.
Einstellung aller kriegerischen Sachen und dann den Wunsch eben auch auszusprechen oder wenigstens zu denken, weil das eben auch festgestellt, zum Beispiel mit diesem Maharishi-Experiment, da haben die damals meditiert für den Weltfrieden, dass das einen Einfluss hat. Es gibt eben zahlreiche Versuche von Rupert Sheldrake, der hat Jahrzehnte mit geforscht, dass selbst wenn der Mensch jetzt gar nicht da ist, dem ich das gerne sagen möchte, dem Politiker oder so, dass es trotzdem im Feld eine Auswirkung hat. Mhm. Und ja, also so habe ich, das habe ich politische Heilarbeit genannt. Noch andere Techniken, wir hatten ja auch schon Ho'oponopono hier. Und jetzt ein Thema, was mir immer am Herzen liegt, mit verschiedenen Techniken aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten, für mich oder mit ein paar Freunden zusammen, das zu durchzuführen und damit eben, glaube ich, einen wesentlich besseren Beitrag zu leisten, als sich einfach immer nur aufzuregen, kurz ein paar Sekunden, dann kommt die nächste Nachricht, Leute, am Handy geht es am Ruckzuck. Mhm. Und es verstärkt eigentlich so seine eigene Ohnmacht, wenn ich das so wie bisher mache. Ich höre irgendwas und gehe danach abwaschen oder so und es bleibt in meinem System immer drin, da ist Ungerechtigkeit in der Welt und ich kann nichts machen. Und die Gefühle stagnieren und meine Wünsche werden nicht gehört und es kommt immer mehr in die Ohnmacht rein. Und wenn ich aber umgekehrt mich als Schöpfer der Welt begreife, dann sage ich, nein, meine Stimme ist genauso wie jeder andere Mensch auf der Welt hier von Bedeutung. Ich habe den Wunsch nach Frieden und ganz klar jetzt die Botschaften. Alle, die da rumschießen, erstmal sofort die Waffen niederzulegen, so wie das auf dem Schulhof ja auch der Fall wäre. Ja, ich bin ja Lehrer eigentlich vom Beruf. Also wenn irgendwo Streit ist, dann sage ich ja auch nicht, ja, lauf mal schnell und hol noch schnell einen Knüppel. Wir müssen da den einen noch schnell helfen oder so. Sondern ich sage jetzt sofort mal alle, stopp. Das ist meine klare Ansage. Und das kann ich bei mir zu Hause am Sofa genauso machen. Hm. Ich würde das sogar noch erweitern, ne? Und zwar auf die gesamte Gesellschaft und jetzt hier vielleicht sogar mal ganz speziell auch auf die sogenannte alternative Szene. Ja? Ich habe ja Gott sei Dank ja immer mal wieder auch Gäste, dessen Meinung ich jetzt nicht teile. Ich sehe es aber trotzdem für extrem wichtig, auch die zu Wort kommen zu lassen. Und natürlich, du hast sofort dann immer wieder Leute dabei, die da bist du ein Gatekeeper und was gekauft und ach, was weiß ich nicht alles. Ja, und das ist ja auch für mich wichtig, da eben nicht in die Anklage zu gehen, in die Wertung zu gehen, sondern erstmal wahrzunehmen, ja, okay. Ne? Aber das wäre mein Wunsch, wenn ich jetzt nach so einer Kommunikation rausgehe, dass wir erstmal wieder lernen, überhaupt zu dulden, dass ein anderer Mensch eine andere Meinung haben kann. Und zwar unabhängig in welcher Szene, in welcher Glaubensrichtung oder in welcher politischen Zugehörigkeit oder was auch immer. Ja? Dass der Mensch in der Lage ist und auch eine Meinung haben darf, ob die mir gefällt. Ob die gut für mich ist, ob ich mich damit identifizieren kann oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Denn wenn wir als Gesellschaft, und das ist eine Aufforderung, wenn wir als Gesellschaft nicht begreifen, dass alles, die ganze Bandbreite gehört werden muss, damit wir überhaupt aus dem gesamten Pool uns das Beste rausnehmen können, ja, dann werden wir niemals vorankommen. Weil immer, wenn wir gewisse Teile ausgrenzen, sagen, ach, das ist der Verschwörungstheoretiker und das ist das Schlafschaf und wie sie alle benennen, ja, dann haben wir wichtige Teile für eine Meinungsbildung nicht im Boot. Und damit kann das Konzept niemals aufgehen und es kann niemals wirklich zu einem sinnvollen Kompromiss kommen, weil ja gar nicht alle Teile gehört werden wollten oder konnten in dem Fall. Insofern, ja, wir kennen das alles, dieses Zeigen mit dem Finger auf irgendjemanden und was passiert dabei? Drei zeigen auf mich. Was nichts anderes bedeutet, dass das, was, wenn ich ständig in der Wut bin, ständig in der Anklage bin, die Menschen sind doof, die Politiker sind scheiße und was weiß ich nicht alles, na klar wissen wir, dass es da Probleme gibt. Aber wir selber kommen ja gar nicht raus aus dieser Spirale. Sondern wir erzeugen ja immer wieder neue Leidensmuster und letzten Endes bekommen wir nur das wieder dann den nächsten Tag gespiegelt, was wir einen Tag zuvor gefühlt haben. Ja, wir werden also bestätigt in dem Ärger, in dem Zorn, dass alle doof sind und so weiter und so fort. Wir brechen nicht aus dieser Spirale. Und das gilt für alle Bereiche, egal ob nun spirituell, materialistisch, in einem Glaubenssystem oder ob du Atheist bist, ob du nun in einer Partei bist oder nicht oder was auch immer. Und natürlich übergreifend dann auch für ganze Völker.
Ja, Thema Völkerverständigung. Hier würde ich gerne noch den Zeitling mit rein, wer da mehr wissen möchte, dass es tatsächlich unterschiedliche Völker und auch Niveaus des Bewusstseins gibt. Bitte beschäftigt euch mal mit dem Thema Spiral Dynamic. Ich werde gucken, dass ich in der nächsten Zukunft auch dazu noch mal ein paar Sendungen mache, weil wir hier wunderbar erkennen können, wie eben das Ganze funktioniert. Und dadurch ein Verständnis aufbringen können, sowohl von Völkern, aber auch von Mensch zu Mensch, von mir zu dir, lieber Zuschauer, ja, und umgedreht auch. Nur dann, wenn wir Verständnis entwickeln für den anderen, dass der auch leidet, da finde ich den Satz, den du gesagt hast, super. Urteile niemals über einen Menschen, in dessen Schuhen du nicht gelaufen bist. Du weißt nicht von seinem Lebensweg, woher denn auch, ja, und wenn du ihn nicht fragst danach, dann wirst du es auch nicht erfahren vielleicht. Und dann wirst du kein Verständnis für jemanden haben, warum vielleicht jemand reagiert, wie er reagiert. Und das ist eine wichtige Botschaft. Deswegen haben wir auch diese Sendung gemacht, obwohl es ja so ein simples Thema ist eigentlich. Damit wir alle wieder uns bewusster werden, dass wir nur in der Kooperation, im Dialog, Traumen, Themen, Probleme wirklich von diesem Tisch nehmen können und hin zu einer harmonischen, friedlichen Welt kommen, wo eben sowas wie Krieg gar nicht mehr notwendig ist, weil eben die diplomatischen Wege so ausgeschöpft sind und wirklich so konditioniert sind bei diesen sogenannten Politikern, dass es eben halt gar nicht zu wirklichen Gewaltausbrüchen kommen müsste. Und ist mir klar, dass das eine idealisierte Welt ist und dass wir die morgen noch nicht erreicht haben. Aber ich finde, wir können heute anfangen und wenn wir es dann vielleicht übermorgen erreichen, dann wäre schon viel getan. Ja, genau. So sehe ich das auch. Ich würde ganz gerne noch das Thema abrunden mit einer schönen Anwendungsbereichen. Das ist das eine, dass ich auch Dankbarkeit aussprechen kann in Form der gewaltfreien Kommunikation. Dass ich mir zum Beispiel jetzt in Bezug auf Politik, viele Leute haben eben den Fokus einfach darauf gerichtet, was eben nicht funktioniert. Jetzt hier zum Beispiel in Deutschland geht es mir noch sehr gut, aber auch seit, was in der Ukraine gibt es bestimmt auch Sachen, für die man dankbar sein kann. Also dass man das formuliert, laut ausspricht, damit seine eigene Schwingung erhöht, aber auch das von des Zuhörers und eben auch nicht einfach sagen, ja, das ist schön, also schön und schlecht, das sind eigentlich Wertungen, sagt der Rosenberg, sondern versucht eben auch da in dieser positiven Gefühlsspanne ja, das richtige Adjektiv zu finden, ja, was genau kann man auch beschreiben im Körper, mir kribbelt's im Bauch oder ich kommt ein Grinsen auf mein Lachen und bin eben total fröhlich und dann benennt genau, was hat denn der andere gemacht, um in mir dieses Gefühl auszulösen. Ja? Er hat eben irgendwie sich total hilfsbereit gezeigt, mich da unterstützt oder mich in den Arm genommen oder mir irgendwas beigebracht. Und dann das Bedürfnis, was erfüllt wurde, benennt eben, dass ich sage, okay, ich brauchte einfach Gefühl für das Gemeinschaftserlebnis oder eine Arbeit fertigzustellen, die ich allein nicht geschafft hätte. Gut, der letzte Schritt, dieser vierte, entfällt dann, der Wunsch, weil das ist ja quasi schon erledigt sozusagen, wenn man Dankbarkeit ausspricht. Und er sagt, es erzeugt eine ganz andere Tiefe im menschlichen Miteinander, wenn man das eben so ausspricht und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann immer wieder passiert, wächst also enorm. Also dass die positiven Dinge einfach wachsen, weil das, wo man die Aufmerksamkeit drauf lenkt, das vermehrt sich. Mhm. Und dann das Letzte, was ich da noch anbringen wollte, das war für mich auch ein richtiges Aha-Erlebnis, vor 20 Jahren was gelesen habe, dass das natürlich auch für Selbstgespräche gilt, weil das habe ich eben ganz wie selbstverständlich gemacht, wenn ich jetzt irgendwie eine Situation hatte, ich komme von einer Arbeit oder so, dann habe ich für mich reflektiert und immer so gesagt, ja gut, das hättest du natürlich da besser machen können und da hast du dich verhaspelt und Also da habe ich richtig gemerkt für mich selber, war das selbstverständlich, dass ich natürlich denke, ja, ich will mich ja verbessern und da muss ich ja gucken, was hast du denn falsch gemacht, ja, und da warst du trottelig und so.
Und das war ein totales Aha-Erlebnis, also diese Anregung von Rosenberg aufzunehmen, da sich auch klar zu machen, okay, wie hast du gerade über dich gesprochen? Das sind abfällige Wörter, irgendwie Trottel oder irgendwas. Im Grunde könntest du einfach nur sagen, okay, du hast da wegen mir Wortbrecher irgendwas gehabt, ja. Und dein Gefühl war, dass du wegen mir ein bisschen beschämt warst oder was. Und das Bedürfnis ist halt, den Zuhörern ja einen schönen Vortrag zu geben, dass es harmonisch ist für alle. Und der Wunsch ist wegen mir, einfach an mir selber jetzt nochmal ein bisschen zu trainieren, die Sache. Also sich das selber klar zu machen, was ist eigentlich mein Bedürfnis an mich selber, mein Wunsch an mich selber und ein ehrliches, nicht wertendes Beobachten, was ich eigentlich gemacht habe und das Gefühl, sich klar zu machen, für sich selbst. Die eigene Unzulänglichkeit einfach mal so hinzunehmen, dass sie da ist, ist schon mal ein Riesenschritt letzten Endes auch zum Thema Selbsterkenntnis und Selbstreflexion letzten Endes. Ne? Mhm. Und ich bin auch kein großer Freund, das sage ich auch ganz häufig, eben sich nicht ständig selber zu geißeln, also ne, selber diese Worte auch noch zu sagen, dumm und oder was auch immer, ne? Sondern einfach wieder anzuerkennen, ja, auch ich bin mal wütend, auch ich bin verletzt oder enttäuscht oder was auch immer. Einfach diesen Status quo mal für sich einfach zu begreifen, okay, jetzt ist es so, annehmen, dass es so ist, aber eben halt dann auch klar zu sagen, aber das soll ja nicht so bleiben. Also der Wunsch zur Veränderung ist ja da. Und auf einmal, wenn ich rauskomme aus dieser Wut und dieser Selbstgeißelung, plötzlich ist ja auch die Möglichkeit da zu sagen, okay, ich kann die Situation vielleicht jetzt nicht verändern, aber ich kann jetzt zum Beispiel einen Spaziergang machen und den Puls wieder runter zu bekommen, den Kopf frei zu bekommen und dann ne, auch ins Vertrauen zu gehen, dass eine Lösung für die Dinge auch kommen wird letzten Endes, wenn ich dazu bereit bin. Ja? Und das ist halt auch klar, da muss man auch an sich selber arbeiten, keine Frage. Ne? Ist auch ein wichtiger Kern. Ja. Ja, schön. Genau. Schön. Ich hoffe, also ich denke, das war eine runde Sendung. Ich würde alle weiteren führenden Links, die du noch hast, Webpage und so weiter, auch unter diese Sendung packen, damit die Menschen, die sich interessieren dafür, das gelehrt zu bekommen, mehr davon zu erfahren, dich natürlich auch finden können. Ja, sehr gerne. Also ich habe ja dieses Jahr schon so ein politisches High-Event gemacht, wo GfK also ein großer Teil war und nächstes Jahr plane ich das wieder, wo wir das uns gegenseitig trainieren und anwenden und ja, da würde ich mich natürlich freuen auf rege Resonanz. Genau. Lass uns doch im Anschluss einfach mal sprechen, ob wir nicht mal einen Kurs bei uns auch in der Akademie anbieten. Und ihr, liebe Zuschauer, schreibt es mal rein, ob ihr da Interesse dran habt. Dann können wir ja sowas mal organisieren und einfach mal einen Workshop machen zu diesem Thema, wo man sagt, okay, komm, wir machen das mal an einem praktischen Beispiel. Denn klar, so eine Sendung darf ruhig auch der Aufmerksamkeit sozusagen auf dieses Thema richten. Aber machen sollte man es natürlich auch immer in der praktischen Anwendung. Ja? Denn jedes Wissen nützt rein gar nichts, wenn ich es dann am Ende auch nicht anwende. Und dann werden meine Dialoge eben nicht besser. Dann werden die Konfrontationen, die ich nun mal ausgesetzt bin im Leben, dann werden die auch nicht besser. Und auch das Miteinander wird eben nicht besser, wenn ich es nicht am Ende irgendwo auch tue. Ne? Mhm. Super. Ja, super gerne. Würde ich gerne Kurse geben. Aber vielleicht so als Anregung, weil viele sagen so, ja, ich habe erst vielleicht keine Zeit oder es kostet Geld. Also ich habe mir am Anfang auch wirklich so geholfen, dass ich einfach mir einen Zettel hingelegt habe mit diesen vier Schritten und meinem Gegenüber gesagt habe, du, mir ist es wichtig, dass wir hier eine gute Einigung finden. Und damit ich mich selber nicht verhaspel, ich habe mir so vier Schritte hingelegt, ja, woran ich mich selber halten möchte. Die liegen hier, damit ich mich daran erinnere. Und du kannst es auch so machen oder nicht, es ist deine Sache und es kam wirklich gut an. Ja, wir haben dann selber hinterher auf meinen Zettel geguckt, und gesagt, weil sie gemerkt haben, oh ja, da will jemand wirklich Frieden einleiten, ja, und will mich nicht irgendwie verurteilen. Ja, wir alle wollen am Ende wahrgenommen werden. Ja, und wenn wir uns selber wahrnehmen können und auch diese Wahrnehmung, die wir von uns haben und was uns betrifft, auch nach außen klar und einfach und auch in der Wahrheit kommunizieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, für eine Lösung doch ist doch viel, viel höher. Ne? Ist doch klar. Gerald, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mal wieder auf so wichtige Themen hingewiesen hast. Ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich auf weitere Gespräche.
Sehr gern. So, damit hätten wir es, liebe Zuschauer. Wir haben also heute mal wieder eine Sendung gemacht, wo eine sehr einfache Lösung da ist und wir sie einfach nur wieder anwenden müssen. Denn gewaltfreie Kommunikation ist nichts, was du über Monate, Jahre lernen musst, sondern sehr simpel und einfach anzuwenden. Hiermit wäre das sozusagen wieder auch unser Wunsch, das Ganze nach draußen zu tragen, eben halt auch zum Wohle aller. Und euch wünsche ich natürlich auch dementsprechend viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich raus aus den Konflikten, rein in die Lösung und das Ganze auch natürlich immer über die offene und ehrliche Kommunikation. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt bitte eure Kommentare unter die Sendung. Gerne weiter verbreiten, liken, teilen. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung. Ciao. Tschüss.